Ausführung mit Sprung. Nein, 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 nur weg dort. Nein, 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 raus aus dem Keller, Mario, schnell, beeil dich, nicht nochmal in diese verdammte Wüste. Oh, hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Super Mario 64. Das letzte Mal haben wir die Wobbewobbe-Wüste und damit den Keller des Schlosses endgültig abgeschlossen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Tür abgeschlossen oder irgendwas, aber wir haben alle Sterne dort auf jeden Fall. Und fragt mich nicht, wie ich jetzt auf diesen Spruch gekommen bin. So, und diese Folge kommt erst an einem Mittwoch und nicht am Montag, weil ich am Montag in München war. Ja, wegen meinem Einstellungstest beim Bayerischen Rundfunk, weiß aber noch nicht, was rausgekommen ist, weil es kommen noch Bewerbungsgespräche, das heißt, ich muss mindestens nochmal da runter. Ja, okay, gut, aber das sage ich ja alles in einem anderen Video noch, auf meinem anderen Kanal, könnt ihr ja mal vorbeischauen. So, jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal an die obere Etage. Und wir fangen mit diesem Level an, welches da ist. Fliegenpilz-Fiasko, wenn wir denn überhaupt da reinkommen. Erklimme den Berg ist unser erstes Ziel. Und das machen wir doch auch. Ja. Star Fox ist abgeschlossen. Mal sehen, was ich dafür dann mache. Ich habe ja erst gedacht, ich mache Zelda dafür. Habe ich aber auch schon mal gepostet, dass ich das, beziehungsweise in die Videobeschreibung geschrieben, dass ich das dann doch nicht mache. Was dann dafür kommt, ihr werdet sehen. Damit war ich auch die ganze Zeit beschäftigt zu spielen, bevor ich hier überhaupt jetzt mit der Aufnahme angefangen habe. Hat mir doch wieder anderthalb Stunden Zeit gekostet, sage ich mal. Ich wollte eigentlich schon anderthalb Stunden vorher anfangen. Ah, verdammt, da war die Bombe. Ich weiß endlich, wo die Bombe ist. Das weiß ich sonst nie so genau. Naja, egal. Mich erstmal wieder einspielen hier. Juhu. Wups. Und zack. Ja. Bla. Auf jeden Fall, jetzt da, wo wir sind, ich sag andauernd auf jeden Fall, das ist voll cool. Haben wir jetzt hier in den oberen Etagen, ist mein absolutes Lieblingslevel mit bei, wo wir dann als nächstes hingehen werden, nach dem hier. Aber erstmal machen wir das Fliegenpilz-Fiasko fertig, denke ich mal. Ja, und falls ihr gleich was hören werdet, das ist dann meine Katze Eevee. Weil die ist total außer Rand und Band zurzeit. Die ist total, ich weiß auch nicht. Die ist total extrem drauf, die schreit mich die ganze Zeit an. Obwohl sie eigentlich alles hat, komischerweise. Naja, das ist ein anderes Thema. Nein! 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 Wir fangen ja schon wieder gut an, Leute. Heieieiei. Direkt wieder rein, wa? Na komm, ran da. In das Bild wirst du wohl, Mario. Der mag Pilze wohl nicht. Naja, der mag Pilze nicht, ist ja auch ein bisschen doof, weil der frisst ja andauernd Pilze. Komisch. Boom. Was sollen Goombas eigentlich darstellen? Was glaubt ihr, was sollen Goombas so, weil Tiere sind ja nicht wirklich. Was sind Goombas an sich? Schreibt mir Kommentare, also was denkt ihr darüber? Was sind Goombas in euren Augen? Ja, ich finde, die sehen irgendwie aus wie laufende Kartoffeln. Ich weiß auch nicht. Irgendwie genau kann man das auch nicht sagen. Und du haust mir mal ab hier. So, und das jetzt alles nochmal gut vielleicht. Ach ja, ich habe mir übrigens mal ein richtig gutes Gamepad bestellt. Gerade eben, kurz bevor ich diese Aufnahme angefangen habe. Die wieder mal früh um 1 Uhr 15 gemacht wird. Geile Zeiten, nicht wahr? Aber ich habe heute den ganzen Tag gepennt.
Also wirklich, ich bin irgendwann 15, 16, 17 Uhr oder so aufgewacht. Irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ziemlich spät. Einfach nur, weil wir nach München, wir sind hier. Ich habe das doch alles schon in einem anderen Video erklärt. Also jetzt hör auf, hier andauernd alle doppelt zu sagen. Ich habe gerade mit mir selbst gequatscht. Falls ihr euch gewundert habt, was labert ihr da? Kleinen Moment. So, bin wieder da. Das war nur gerade die Katze, die mir in den Rücken gesprungen ist und das war nicht gerade angenehm. Und die wollte da tatsächlich liegen bleiben, aber das habe ich ihr gesagt, das ist Quatsch und jetzt rennt die hier wieder durch die ganze Bude. Nein! Nicht runterfallen, Mario, alles nur nicht runterfallen. Da lang, da lang, da lang. Nein! Ich habe gesagt, alles nur nicht runterfallen. Die Wolke sieht irgendwie aus wie so ein Japaner. Nee, so schlitzaugenmäßig. Okay, nein, das war jetzt böse Japanern gegenüber. Ich möchte mich entschuldigen, falls irgendein asiatischstämmiger Zuschauer doch unter euch ist, was ich nicht glaube. Oder eben Japan-Liebhaber. Ich wollte nicht beleidigend werden oder so. Das tut mir leid. Aber während ich hier über Japaner quatsche, haben wir den ersten Stern gefunden. Here we go! Ah ja! Stern Nummer 77 haben wir in der Tasche. Und ich würde sagen, weiter geht's. Im selben Level. Erkunde den Affenkäfig, Tatsache. Ich dachte, der heißt immer ein bisschen anders. Erkunde den Affenkäfig. Jetzt überlege ich mal, was war denn das? Müssen wir da nicht irgendwie nochmal nach ganz oben? Und dann gegen den Affen antreten, sozusagen. Oder den Affen einfach nur fangen und der gibt uns den Stern. Genau, irgendwie so war das so. Heute ist Mittwoch. Heute wird auch noch eine Banjo-Kazooie-Folge rauskommen. Ja, heute ist einer der seltenen Tage, wo ich mal zwei, sage ich mal, richtige Episoden poste und nicht nur das Dschungelbuch-Spiel. Das sehe ich jetzt, sage ich mal, nicht so. Das Dschungelbuch-Spiel sehe ich jetzt irgendwie mehr so als dieses Fun-Let's Play an, wie es ja auch angefangen hat. Das einfach nur so aus Spaß an der Freude gepostet wird, aber mir ist aufgefallen, ich bin der einzige Let's Player überhaupt, also einzige deutsche Let's Player, der das macht und der einzige, der das in guter Qualität auch noch hat. Von daher habe ich irgendwie was Einzigartiges auf meinem Kanal. Da kann man mich dann immer mit assoziieren, kann man sagen, ey, du bist doch der Typ, der das Dschungelbuch Let's Play gemacht hat. Könnte man machen. Wäre cool, wenn das irgendwie so beibehalten wird, sage ich mal. Wenn sich irgendwer diese Folge ansieht und dann irgendwann kommt es dann so, hey, du bist doch der das Dschungelbuch Let's Play gemacht hat. Ganz genau. Ah, den Käfig brauchen wir. Genau. Dafür müssen wir oben den Affen fangen. Der macht nämlich den Käfig auf, dann müssen wir uns noch den Stern holen. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtiger. Warum mache ich nicht einfach die Kamera anders und schon brauche ich nicht mehr so vorsichtig zu sein? Seht ihr? Und jetzt schaffe ich es auf Anhieb, die hochzukommen. Zack. Oh. Doofer Affe. Es gibt hier bestimmt auch irgendwie bessere Strategien, wie man mit dem fertig wird. Wunderbar! Ah! Hey, lass mich los! Das war doch nur Spaß! Du hast wohl keinen Humor, was? Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mich loslässt, habe ich eine Überraschung für dich. Na, wie sieht's aus? Klar. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn man gesagt hätte, vergiss es. Gucken wir uns mal an, was macht er denn? Wartet er auf uns? Ne, sieht nicht so aus. Oh doch. Wir müssen mit runter. Uah! Nein! 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 Mann!
Mario, was soll die Scheiße? Was machst du denn? Oh, Jesus, ey. Ich freue mich schon, wenn das richtige Gamepad hier ist. Das hier ist doch ein bisschen zu sensibel. Papa, Papa. So, jetzt? Hey Baby, komm schon, wo bleibst du denn so lange? Der hat mich Baby genannt. Warum nennt er mich Baby? Was ist das für ein Affe? Was ihr da gesehen habt, ist ein anderer Stern. Den wir vielleicht als nächstes machen, aber jetzt erstmal. Weil ich den Affen nicht nochmal fangen will. Holen wir uns jetzt erstmal diesen Stern. Stern Nummer 78. Here we go. Was ihr nicht seht, ich zeige jedes Mal Peace in meine Kamera. So wie Mario es tut. Und wieder zurück ins Level. Finde die 8 roten Münzen. Und wenn ich da nicht wenigstens einmal scheitere, bin ich gut. Und Leute, ich bin nicht gut. Von daher... Juhu! Juhu! Okay. So. Numero 1. Zahlen lernen mit HBK. Nach der 1 kommt die 2. Dann kommt Numero 3, dann die 4. Und schon habe ich den gefährlichen Part, wo ich immer scheitere, geschafft. Und ich glaube, mein Skill-Level steigt, je länger dieses Let's Play geht, immer höher. Nicht zu früh sagen. Ich und Skill, haha. Habt ihr den verstanden? Seht ihr? Kaum werde ich ein bisschen... Das ist so ein bisschen, sag ich mal, zu großes Selbstvertrauen, was ich hier gerade hatte. So bin ich ja eigentlich nicht. Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwie der große Skillmeister bin oder sowas. Ich habe übrigens eine Freundin, die mit Nachnamen Gillmeister heißt. Also nicht Skillmeister, das wär's ja. Ist mir nur gerade so eingefallen. Pff, keine Ahnung warum. Nee, aber... Also es ist nicht ihr Vorname, es ist ihr Nachname, ist natürlich klar. So, und jetzt zu gucken, wo war jetzt der vermeldeite Pilz... Achso, einfach hier. Okay, nee, so. Genau. Und... Oh, das war knapp. Und wir haben hier Stern Nummer 79. Here we go! Das klappt doch wunderbar, Leute. Und wir haben sogar noch Zeit, um ein weiteres Mal in dieses Level zu gehen und noch Stern Nummer 80 zu holen. Meine Güte, wann hatten wir das letzte Mal? Ein Video, 4 Sterne. Erforsche die Steilwand. Ah, ganz genau, okay. Gut, ich weiß, was wir zu tun haben. Ach ja, übrigens, an dem Pilz da hinten, da kommt man vorher nicht ran, bevor man nicht die Kanone geöffnet hat. Die, nee, die ist nicht auf dem Pilz. Ich weiß gar nicht mehr, wo die... Ach Gott, wo war denn die Kanone nochmal? Ach, das weiß ich doch ja nicht mehr. Leute, hallo? Geht's noch? Ach so, da unten war die, glaube ich, genau. Ah, sehe ich da unten mit der Kanone. Wir machen das, sobald wir an dem Punkt angelangt sind. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe mit den roten Münzen gar nicht mehr die 100 Münzen gemacht. Naja, aber das kommt noch. So, man kann bei dem Baumstamm kann man entweder einen Longjump machen oder man kann entgegen der Richtung, wo man hin möchte, laufen. Also zu der komischen Plattform hin, sage ich mal. Und dann dadurch dreht man den Baumstamm. So wie in dem Lava-Level, in der Lava-Lagune. Das geht nämlich dort genauso gut. Also hier jetzt, meine ich. Also es ist bei beiden das gleiche so.
So. Und zwar, guckt mal hier. Das wackelt so komisch. Ich hoffe, wir kommen nicht wieder in die scheiß Wüste. Ist nämlich so ähnlich gemacht. Ich glaube, das ist das jetzt, ne? Aber das Gute hieran ist, wo waren das nochmal? Ne, ich glaube, das war hier in der Ecke. Genau, da hat man immer ein Leben. Egal, was man macht. Rechts in der Ecke ist immer das Leben. So, und jetzt ist das eben nichts weiter als wieder so eine Rutschbahn. Aber eine schwere Rutschbahn auf jeden Fall. Weil hier gibt es auch Irrwege, sage ich mal, wo man dann, wenn man diese Irrwege geht, dass man dann stirbt. Hat man da hinten an den Totenkopf gesehen. Beziehungsweise, dass man ein Leben verliert. Wie gesagt, also in diesem Let's Play stirbt man ja nicht. Oder beziehungsweise generell in solchen Spielen stirbt man ja nicht, man verliert nur ein Leben. Also ist sehr realitätsgetreu. Ich habe auch schon ganz viele One-Ups verloren. Also, das glaubt ihr euch gar nicht, hm? Springen wir einfach mal und... Tschung! Und wo kommen wir an? Hier kommen wir an! Das ist Stern Nummer 80! Here we go! Ja, und ich habe gerade gesehen, ganz am Anfang ist da ein One-Up. So, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge von Let's Play Super Mario 64. Ich bin HBK und ich würde dann mal sagen, tschüss, bis dann.